Wir befinden uns hier an der Zeche Zollverein, UNESCO Weltkulturerbe, hier mitten im Ruhrgebiet. Und das ist symbolhaft für den Wandel, der hier stattfindet, von Industriestruktur zur Industriekultur. Wir stellen hier ein Projekt vor, den Abwasserkanal Emscher. Mein Name ist Maximilian Krug, bin von der Ausbildung her Bauingenieur, Abteilungsleiter bei Dorsch und seit 1999 bei der Firma. Mein Name ist Jürgen Flicke. Ich bin seit 14 Jahren für Dorsch als Büro- und Projektleiter tätig und stolz darauf, dass ich als Projektleiter für dieses große Projekt für Dorsch arbeiten darf. Wir stehen hier an der Emscher, eigentlich ein natürliches Gewässer, ist ein Zufluss zum Rhein und aktuell beaufschlagt mit Abwässer und Industriewasser aus einem Einzugsgebiet von 3 Millionen Menschen. Für mich unvorstellbar, dass so ein natürliches Gewässer solche Abwassermengen aufzunehmen hat. Das hat mich von jeher fasziniert bei diesem Projekt, dass es sowas an Gewässer überhaupt noch gibt. Jetzt endlich ist es soweit, die Bergsenkungen sind abgeklungen. Das Generationenprojekt Abwasserkanal Emscher kann jetzt umgesetzt werden. Es wird ein zeitgemäßes Kanalsystem installiert. Wir befinden uns hier in einem der über 100 Betriebsschächte für den Abwasserkanal Emscher. Es ist uns gelungen, dieses Riesenprojekt innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmens zu realisieren. Der Abwasserkanal Emscher, das größte wasserwirtschaftliche Projekt in Europa, neigt sich dem Ende zu. Und der Probebetrieb ist für Herbst diesen Jahres geplant. Danach schließt sich eine Renaturierung an. Das Ergebnis wird sein, dass sich die Ökologie hier wieder ausbilden kann und es ein familienfreundliches Umfeld geben wird. Also, Herr Flicke, ich glaube, jetzt haben wir genug geredet. Jetzt gehen wir wieder an die Arbeit. Ran an die Schippe. Ran an die Schippe.